Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net, dem Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Anlegen in Aktien, um von steigenden Dividenden und Kursgewinnen zu profitieren. Und eine Aktie, mit der man das zumindest in der Vergangenheit tun konnte, war die Apple-Aktie und um die geht es in diesem Video. Zunächst noch ein kurzer Warnhinweis: Investments in Aktien bedeuten, dass man auch Kursverluste erleiden kann. Deshalb, bevor man jetzt Aktien kauft, sollte man mit Aktienanlagen ein bisschen vertraut sein und sich über die Risiken bewusst sein. Und ich mache hier keine Anlageberatung und übernehme keine Haftung. So, nachdem wir das gesagt hätten, gehen wir zur Apple-Aktie. Apple hat jetzt das letzte Quartal gemeldet und das letzte Geschäftsjahr ist abgeschlossen. Das heißt, wir gucken uns dann die Ergebnisse des letzten Quartals im Detail an. Zuerst aber mal das Big Picture, um nochmal einen Eindruck von Apple zu bekommen, bevor wir dann in die Details übergehen und dann insbesondere mit der Frage beschäftigen, wovon es abhängen wird, ob Apple auch in Zukunft ein gutes Investment ist. Hier haben wir die Apple-Aktie und ich gehe mal doch ein bisschen mehr in die Vergangenheit. Und hier haben wir jetzt wirklich das Big Picture von Apple. Wir sehen, dass die wirkliche Blütephase von Apple angefangen hat hier in 2005, 2006. Und das wollte ich nur, damit man das mal sieht, zeigen. Dann zoomen wir da rein. Und von 2005 bis 2012, da war die eigentliche Blütephase von Apple. Das heißt, wir hatten auf Gesamtunternehmensebene steigende Umsätze, schön stetig steigende Umsätze und steigende Margen. Das ist halt das Produkt quasi für den Profit, das heißt für den Gewinn und die Cashflows, und die sind in diesem Zeitraum sehr stark gestiegen. Gab dann nochmal eine Phase schönen Wachstums bis 2015, dann einen kurzen Durchhänger und jetzt von 2017 auf 2018 haben wir nochmal einen kleinen Wachstumsschub gehabt. Und in 2012 hat Apple angefangen, Dividende zu bezahlen. Bezüglich der Margen ist noch interessant, dass die ihren Höhepunkt in 2012 erreicht hatten und seitdem rückläufig sind, in den letzten Jahren nur noch ganz leicht rückläufig, sodass man von einer Stagnation sprechen kann. Wir können hier auch sehen, dass Apple wahnsinnig viel Geld erwirtschaftet anhand der Tilgungskraft. Das heißt, nachdem Dividenden bezahlt sind, in dem Fall des letzten Geschäftsjahres, waren noch über 50 Milliarden US-Dollar über, mit denen theoretisch hätten Schulden getilgt werden können. Das heißt, Apple hat zwar Verbindlichkeiten, hat aber kein Problem mit Verschuldung. Wir sehen auch hier, dass Apple über die meisten Jahre ein gutes Investment gewesen ist. Das hier sind die Kursgewinne. Die sind so hoch, dass man die Dividenden kaum sieht. Es gibt die jährlichen Dividenden schon. Das ist das hier. Das ist der Profit oder die Rendite, die man mit Dividenden erzielt hat. Wenn man jetzt aber die Kursgewinne dazu zählt, dann sind die dann entsprechend sehr klein. Wir haben trotzdem Phasen, in denen man keine Kursgewinne erzielt hat. Das war in 2008, auch in der Dotcom-Bubble, das habe ich jetzt nicht mehr hier drin, in 2008 und dann in 2013. Hier dieser Zeitraum, der läuft noch, das ist das laufende Geschäftsjahr. Und da ist jetzt einfach nur die Kursveränderung vom 6. Oktober zum Zeitpunkt des Videos bis zur, also vom 1. Oktober bis zum 6. Oktober enthalten. Das heißt, das ist noch nicht aussagekräftig und ändert sich jetzt auch stündlich quasi, das, was man hier sieht. Wir sehen hier die Dividenden. Momentan gibt es 1,35% Dividende, Tendenz steigend, weil man einfach davon ausgeht, dass Apple die Dividende steigern wird. Man konnte mal beim Hoch mit 2,36% bei Apple einsteigen. Für diejenigen interessant, die überlegen, sich die Aktie zu kaufen, Apple hat den Hochkurs gehabt bei 232 US-Dollar. Momentan sind wir bei 201 US-Dollar. Aber die Aktie hätte im Prinzip noch ein bisschen Luft nach unten, denn wir sehen hier bezüglich des letzten Geschäftsjahres, dass die Bewertung dann zwischen 153 und 58 US-Dollar, das sind die Fair Values, die ausgerechnet werden auf Basis historischer Bewertungen, dass diese deutlich unter dem aktuellen Preis von 201 bzw. 2 US-Dollar liegt. Das heißt, da wäre noch Luft nach unten. Das Schöne allerdings ist bei Wachstumswerten, und wir gehen mal davon aus jetzt erstmal, dass Apple weiterhin wachsen kann bezüglich Umsatz und Gewinn,
ist, dass die fairen Werte dann immer weiter steigen. Und das heißt dann hier 2020 spätestens hätten wir dann eine, je nachdem, was man als Berechnungsgrundlage nimmt, Unterbewertung erreicht oder einen fairen Wert wenigstens. Das wäre mal so das Big Picture von Apple im Aktienfinder, damit man weiß ungefähr, mit was man es zu tun hat. Und dann gucken wir uns jetzt mal Apple ein bisschen näher im Detail an. Hier wird es also ganz unternehmensspezifisch. Wenn man jetzt wissen möchte, wie es um die Zukunft von Apple bestellt ist, beziehungsweise wovon es abhängt, ob Apple erfolgreich auch in Zukunft sein wird oder nicht, dann muss man sich die unterschiedlichen Segmente angucken und schauen, wie besteht, was ist die Company heute, wie erwirtschaftet Apple seinen Gewinn heute und wie wäre es gut, dass es vielleicht in Zukunft den Gewinn erwirtschaftet. Apple ist nach wie vor leider die iPhone Company, das heißt, das Wohl oder Wehe des Unternehmens hängt vom iPhone ab. Es hat im 2015 war der iPhone-Umsatz für zwei Drittel, also 66% des Unternehmensumsatzes verantwortlich. Und das ist dann gesunken auf 63,4% in 2016 und seitdem stagniert das. Das heißt, Apple, der Gesamtumsatz von Apple kommt nicht wirklich vom iPhone weg. Wir haben ja noch andere Segmente, aber zum Beispiel iPad oder iMac, die sind unbedeutend und die sind stagnierend. Das heißt, wenn Apple nur aus iPad und iMac bestehen würde, aus diesen Segmenten, dann hätten wir wahrscheinlich ein KGV von unter 10, würde ich mal sagen, weil hier ist einfach kein Wachstum drin. Die Zahlen kann man sich gerne ein bisschen näher angucken, wenn man mal im Video aufhalten geht. Möchte ich jetzt nicht durchgehen. Wo Fantasie drin ist, das sind diese beiden Bereiche hier, Services, das ist also das Ökosystem von Apple und da sollte viel drin sein, das sind auch hohe Margen tendenziell zu erwarten. Das Wachstum oder der Bereich ist auch wichtiger geworden, am Gesamtunternehmensumsatz von 8,5 auf 14% gewachsen, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das sieht, dass die letzten Jahre mal vergleicht, dann sieht man, dass die Gesamtbedeutung am Unternehmensumsatz kaum gewachsen ist. Und bei Other Products, da sehen wir erstmal, dass hier die Umsätze von Other Products, die haben jetzt so 17 Milliarden gemacht, 17,5 Milliarden gemacht im abgelaufenen Geschäftsjahr, doch deutlich weniger ist als vom Ökosystem quasi von Apple. Und auch da wurden bisher keine wirklichen, gab es bisher eigentlich keine wirkliche Entlastung für das iPhone. Wir haben jetzt die Apple Watch 4 beispielsweise in der Pipeline. Mal gucken, ob die irgendwas stemmen kann. Aber es gab jetzt schon Apple Watch 1, 2, 3. Jedenfalls, wenn man von der Benamung her gehen kann. Und die hat es jedenfalls nicht gebracht. Und ob es die Apple Watch 4 macht, steht in den Sternen. Es wird also so sein, dass kurz- mittelfristig das iPhone weiterhin kriegsentscheidend sein wird für Apple. Das heißt, wenn wir Wachstum sehen wollen, dann müsste das vor allem aus dem iPhone-Segment kommen. Und wie kann das sein? Das kann einmal durch höheres Volumen zustande kommen und/oder durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise. Wenn wir uns das Volumen ansehen, dann stagniert das seit 3 Jahren und war in 2015 mal deutlich höher sogar. Wenn wir uns hingegen den durchschnittlichen Verkaufspreis ansehen, dann sehen wir, dass es da einen Sprung gegeben hat von 2017 auf 2018. Von über 100 US-Dollar. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und ist auch genau das, was einige Analysten jedenfalls beunruhigt. Die Apple-Kunden, die greifen tiefer in die Tasche als bei der Konkurrenz, das weiß man. Aber wie tief die in die Tasche greifen, beziehungsweise ob sie immer tiefer noch in die Tasche greifen, ob das nochmal 100%, 100 US-Dollar drauflangen kann, das sei mal dahingestellt. Da bin ich dann eher skeptisch. Das heißt, weiteres Wachstum müsste dann wahrscheinlich dann eher durch höhere Stückzahl kommen. Das ist dann aber natürlich die Frage, wenn das durchschnittliche iPhone jetzt schon so teuer ist, ist es dann vermutlich eher schwerer, die Stückzahlen zu erhöhen, als es gewesen ist, als der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPhones 100 Dollar tiefer lag. Insofern bin ich da relativ skeptisch, ob wir hier noch starkes Wachstum erwarten können. Das Wachstum müsste wenigstens dann teilweise aus diesem Services- und Other-Products-Bereich kommen.
Es gibt auch eine Prognose von Apple bezüglich des nächsten Quartals und die wäre hier eingearbeitet bezüglich des Umsatzes und der Gross Margin. Und da haben wir hier diese Spanne von 89 zu 93 Milliarden US-Dollar. Das wäre dann im Vergleich zu setzen zu dem Quartal 1 2018, würde bedeuten Umsatzwachstum von entweder unter 1%, das wäre die untere Spanne, bis 5,3%, das wäre die obere Spanne. Und das ist jetzt nicht unbedingt was, wenn man jetzt sagt, Apple gehört zu Fangaktien und wenn man gucken wir uns jetzt mal Alibaba an, wenn die sagen, ja, wir haben 60% Umsatzwachstum oder so, da ist natürlich hier das schon sehr, sehr mager. Das könnte jetzt genauso ein Gemischtwarenladen sein wie 3M oder sowas. Wenn die irgend solche Größenordnungen prognostizieren würden, dann würde man auch sagen, ja, es kann passen. Und insofern hat es auch den Markt enttäuscht und es hat auch dazu geführt, dass wir jetzt eben diesen Kursrückgang hatten. Und die Gross Margin, die bleibt mehr oder weniger unverändert im Vergleich hier zu den kompletten letzten Jahren. Also ist aber jetzt erstmal nicht negativ zu sehen, ist eben die Stagnation auf doch recht hohem Niveau. Dann möchte ich noch kurz was zu Aktienrückkäufen loswerden, weil ich es einfach interessant finde. Apple hat in 2018 für 13,7 Milliarden US-Dollar Dividenden ausgeschüttet für das Geschäftsjahr 2018. Für Aktienrückkäufe 72,7 Milliarden. Das ist 5,3 Mal mehr als für Dividenden. Ich habe kurz mal gerechnet, bei 1,35% Dividendenrendite hätte Apple nicht das Geld in Aktienrückkäufe gesteckt, sondern in Dividenden, um diese auszuschütten. Da hätte man eine Dividendenrendite gehabt von knapp 8,5%. Das wäre natürlich schon ein ordentliches Wort gewesen. Und ich habe auch geguckt, im letzten Quartal, die Aktienrückkäufe von Apple, habe den durchschnittlichen Kaufpreis genommen, habe dann ausgerechnet, dass Apple 806 Millionen US-Dollar Buchverluste quasi momentan hat, aufgrund der Aktienrückkäufe, die getätigt wurden, teilweise zu Kursen von 220 US-Dollar. Und das einfach mal nur so am Rande. Dann insgesamt als Fazit, ich bin eher skeptisch eingestellt, jetzt mal kurzfristig, was die Apple-Aktie angeht, weil einfach das Wachstum doch recht schwach ist und Apple weiterhin ganz stark abhängt vom iPhone. Ich würde mir wünschen, dass ein anderes Segment, am besten beide Segmente Service und Other Products, stark zulegen, so dass das iPhone-Segment entlastet wird. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir weiterhin schön steigende Umsätze und Gewinne sehen werden und damit auch steigende Kurse. Sollte das nicht gelingen, dann bin ich eher skeptisch, was die Zukunft von Apple angeht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.